Oh, ist das nicht wunderschön? Ich kann wieder meine eigene Musik hören. Für die Leute, die sich gerade das VOD angucken, ihr hört keine Musik, weil das ist gemutet im VOD. Wunderschön. Guten Abend. Wunderschönen guten Hallo. Ja, ja, ja. Was geht? Si, si, hombre. Ja, 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 ja. Ukulu, Tag zusammen. Big Peanut in the building. Heute geht es ab. Ich bin nervös. Ich bin echt nervös. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Hast mit OBS doppelt Tonspur aufnehmen gemacht? Zieh. Ja, ja, Audiospur 2. Muss ich mal aktivieren und deaktivieren. Muss ich aufpassen. Kommt heute Big P? Ja, Mann. Heute kommt Big P. Mach mal Peanut-Stimme. Nee, mach ich jetzt nicht. Muss ich immer alles umstellen, Jazz. Das ist ein bisschen aufwendig, da muss ich mir nur ein System überlegen, wie ich das immer switchen kann. Ui, 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 ui. Nein, Ruhe. Boah, warte, wir können sogar alte Musik hören, Mann. Wo ist meine erste Playlist? Ui, Memo. Wir können sogar Russ wieder hören. Bruder, ich liebe mein Leben. Nie wieder Musik suchen. PBU. Boah, was war so ein typisches Russ-Lied? Warte. Hier. Oh mein Gott, Bruder. Bitte. Ja, Mann. Wer kennt das noch? Danke übrigens an Dexus, bei dem ich das gecheckt habe, was der da macht mit seiner Musik. Sonst wäre ich da niemals drauf gekommen. Und ich muss jetzt immer live gucken. Nee, 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 nee. VOD hörst du alles, Omachen. Nur die Mucke nicht. Ich stelle das immer um. Wie geht Jay? Da geht's wieder besser. War eine Katastrophe. Schön. Guck mal, Dexter's Watts. Doch, doch. Warum, was ist denn bei Dexter's in den VODs? Schwester Kusch geht's dir ja gut. Ich glaube, die ist auch hier. Könnt ihr selbst fragen. Hallo, Schwester Kusch. Man muss nur dran denken, das ist es nämlich, Alter. Und man darf nicht verkacken, sonst muss man VOD löschen. Vergesst das oft genug. Nee, ich werde mir da so eine Dings schreiben, so Hotkeys für machen. Das wird schon passen. Wo ist die Schwester Kusch? Ich glaube, die ist noch nicht im Chat. Aber wunderschön, Noll. Hat deine Schwester wegen dir die vergiftet? Nee, wegen Garnelen. Ich habe Pommes gegessen mit Schnitzel. Und die hat Nudeln mit Garnelen gegessen. Und dann chill ich hier oben, Junge, und dann ging das da unten ab. Aber richtig schlimm, Alter. Richtig, richtig schlimm. Das ist Pull the Trigger von Russ. Lars, Dankeschön für den Prime 45. vor 18 Minuten. Black Eyes, Dankeschön für den Wisdom 42. Repacked Snow, Dankeschön für den Wisdom 6. Loco, danke für den Wisdom im 12. Mad Yoshi, danke für den Wisdom im 7. Tops, danke für den Prime im 22. Küss mich. Und Tabasco Dude, Dankeschön für den Wisdom im 8. Und Hukulu. Und Layanka, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Ich mach ein bisschen leiser. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. So. Tag zusammen. Da ist Schwester Kusch. Die hat ein bisschen Kürzerchen gemacht, aber das war ein bisschen ganz heftig hier. Da müsst ihr mir verzeihen, dass ich dodgen musste, aber ne, das ist ein Riesenhaushalt hier und da muss ich da mit anpacken. Und da habe ich auch keinen Kopf zum Zocken. Ali, Dankeschön für den Prime im 7. und Castro, danke für den Prime im 33. Küss mich. Und Kelly in Farbe, danke für den Prime im 5. It's the only game where you have to be made. Was geht ab, Alex? Genau, gute Besserung, Jay. Boah, was hören wir jetzt? Wir können alles hören. Bruder, wir können alles hören. Was haben wir mal gehört? Boah. Das haben wir wohl mal gehört. Nicht für entschuldigen. Gesundheit und Familie ist immer an erster Stelle. Finde ich auch. Leider hat einer unter dem Twitter-Tweet-Dings geschrieben, ich dachte, Siemens 9 ist deine Familie. Ich hoffe für den, dass das nur ein Spaß war. Das ist halt, ne? Tag 9. Ich weiß nicht, ob es das bei Dings gibt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es das bei Dings. Ne, das gibt's bei Spotify nicht, das Lied. Jay. Warum endlich wieder wie Musik? Ist VOD aus? Nein, VOD ist an. Die hören im VOD nur die Musik nicht. Die hört man nur live. Ich hoffe, dass es keinen Live-Strike gibt. Was geht ab, Bursat?
Also in-game auch keine Musikallergie mehr, doch, leider schon. Ich habe gerade so eingestellt, dass man die Audiospur im VOD nicht hört. Wenn ich ins RP gehe, muss ich die wieder anschalten, sonst hört man die Leute im VOD nicht in Teamspeak quatschen. Ich muss das immer umswitchen, versteht ihr? Im Internet immer das Kappa mitlesen. Ich weiß gar nicht, ob dein Kappa dabei war, ich glaube nicht. Ist das dabei mit den Audio-VOD-Delays inzwischen gefixt? Keine Ahnung, wir testen das einfach mal. Ich gucke mir das nachher an oder morgen und wenn das scheiße ist, dann stelle ich wieder normal. Ich war gestern bei Timestream, er sagt, er hat doch keinen Livestrike bis jetzt. Es gibt doch keine Livestrikes. Ne, war nichts. War kurz vom Permaban. Wer war kurz vom Permaban? Was? Was? Wie geht's euch denn? Ich hoffe, euch geht's gut. Der Typ auf Twitter. Ach so. Ja, egal. Grüße, Kobo. Auch wenn da keins steht, ja, da stand, glaube ich, keins. Ist mir aber egal. Die meisten von euch wissen ja, ne? Selbst wenn ich keinen Bock habe, morgen online zu kommen oder so, dann schreibe ich dort einfach. Dann sage ich, yo, ich chill heute. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja von Anfang an direkt kommuniziert. Hallo Hannes, hallo Squeezy. Hallo, yo Leute, was geht? Hello Lama. Der Herr Lama Kusch. So. Was geht ab, Shorty B? Ah, juck. Reiz. Aua. Dankeschön, Stancy, für 5 Gifted Subs und dankeschön, dass du deine Freundin für mich dodgst, was du deinem Discord geschrieben hast, Bruder. Junge, Junge. Ist das Lied nicht copyrighted? Bruder, das ist mir Latte. Oh, was sind das denn? Oh, Stan hat neue Emotes. Cool. Die sehen ja fresh aus. Micha auch dabei, nehme ich mal an. Ja, ja. Micha ist Twinkies Mods und Lucky ist auch dabei, aber ich weiß nicht, ob Lucky heute spielt. No fucks given, ne, Audiospur deaktiviert für VOD, Shapes. Muss ich immer umswitchen dann am Anfang. Also wenn ich in eine Premise gehe. Oh, die Mods sind ja cool. Boah, die sind echt gut. Aber warte mal, gibt's jetzt kein Stay M? Oh. Den finde ich nicht gut. Da fand ich Matze den wirklichen besser. Aber wahrscheinlich wegen Copyright-Rechten und so, oder? Ja, aber das ist ja die Comic-Version davon. Ich finde Matze sein Gesicht besser, das Originale. Aber was willst du machen? Veränderungen sind gut und wichtig. Kommt eigentlich irgendwann mal nochmal Cody oder gar nicht? Gar nicht. Doch, Cody kommt. Aber erstmal Big P. Brain ist nice. Oh, das sieht aus wie Dings, Son Goku, wie heißt diese Form Dings? Ah Mann, wenn der voll ausrastet, Alter, die letzte Stufe von seinem Dingsbums da. Mann, wie heißt die Kacke nochmal? Super Instinkt, Ding da. Ultra Instinkt, genau, dankeschön. Bamelang, dankeschön für den Wiesel am 28. Hukulu. Ah, Clown. Oh, der hat auch einen Clown. Ja, aber ist ja so typisches Emote, ne? Jetzt haben wir 2 Clowns. Ne, 3 sogar. Igor hat auch einen. Boah, der Trigger ist geil. Erinnere mich ein bisschen an Agent Chrome. Das Lied war gerade von Earthgang Division, heißt das. Ne, Ultra Instinct. Ich bin doch nur Sub bei dem. Boah, wie viele Emote-Plätze hat der denn? Leck mich am Arsch, Junge. Oh, der da. Oh, oh! Wie geil ist das denn? Ist Legend Curtis, ne? Passt halt perfekt, Alter. Aber was willst du auch machen? Das sind halt die beliebtesten Emotes, Alter. Gerade eingeschaltet, wie geht's deiner Schwester? Der geht's wieder gut, die ist auch im Chat, Bruder. Hallo, Andi. Wunderschön, Bruder, die ist gut, ne, Bruder. Das ist übrigens Monday, auch von The Earth Gang. Wulibär, Dankeschön für die Wiesel am 35.
Also mir geht's gut. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich echt zugeben. Ich habe jetzt nicht, ich werde einfach ins kalte Becken gestoßen mit Big Peanut. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Müssen wir gucken, wie wir den spielen. Und ob das auch alles funktioniert mit dem Voice Changer und so. Ist mal wieder was ganz Neues. Lenzung, Dankeschön für den Prime im 25. Primex, Dankeschön für den Prime im 5. Mahlzeit wünsche ich dir auch. Ich liebe Peanut. Sei einfach du selbst. Es kann nur gut werden. Ja, ist ja ich. Aber ich werde mit dem Charakter, sage ich euch jetzt schon, nicht rushen, ne? Wer schreibt mir? Hä? Achso. Ne, nix, Rushby. Die im VOD haben mich jetzt die ganze Zeit schmatzen, weil die keine Musik hören. Ich habe übrigens neues Geld neu eingestellt. Falls irgendwas mit dem Mikrofon nicht stimmen sollte, müsst ihr Bescheid sagen. Wir gehen auch gleich schon in eine Pommes. Ich bin hyped, ich hab Bock. Kann Big P eigentlich rennen oder rollt er nur weg? Ja, der kann ein bisschen, der kann ein bisschen rennen. Aber der hat Rücken. Mit Zeit für Terror Raid? Boah, Bruder, warte. Boah, welches Lied denn? Uppercuts? Ja, Mann, Uppercuts, Alter. Oh, Bruder, meine Musik, Alter. Kann Big P auf Fahrrad fahren? Ja, aber nicht so, ich hört es. Das ist nicht möglich. Das lässt die Schwerkraft nicht zu. Ah. Okay, ich mach lauter. Dann will ich aber auch Cat Jam sehen. Bruder. Gibt es vom Server irgendwelche Sachen, die du beachten musst? Wegen dem neuen Charakter? Nein. Ist ein ganz normaler Charakter, nur mit Pet. Also mit Skin. Ich werde den nicht umziehen können, so ein Quatsch, aber vielleicht gehen Cappies. Das muss ich ausprobieren. Aber ich glaube nichts. Ich glaube nicht, dass die was für Big Peanut in der Größe da haben. Müsst ihr gucken. Der Charakter kommt aus Arizona. Aus Arizona. Und der war noch nie in der Großstadt. Ich kenne weder Wolkenkratzer noch Gangs noch sonst irgendwas und bin sehr fasziniert von der Kultur. Von eigentlich allem. Meine Hobbys sind Essen. Und Computerspiele. Ich bin Paladin Level 1 in der Welt der Kriegskunst. Das ist Terror Raid. Uppercuts heißt das. Also bist du solo heute unterwegs? Nee. Storytechnisch ist Mila. Das ist mein V, wer hättet gedacht. Und Milas Bruder, der Winnie, a.k.a. Lucky, die sind auch unterwegs. Aber die haben ein paar Flüge vorher genommen. Die sind 2-3 Tage länger schon in Los Santos. Und ich habe kein Handy, ich habe mein Handy verloren. Und wir begeben uns auf die Suche nach meinem V und nach meinem Schwager. Und entdecken die Stadt. Ja. Wie war dein Sonntag, Kurt? Das ist chillig.
Außer, dass ich heute Morgen Cornflakes gegessen habe und mir schlecht wurde. Aber dann habe ich nur mal ein Nickerchen gemacht und dann war alles wieder gut, weil ich bin schon alt. Ich hoffe, dein Sonntag war auch so gut. Secret Nexus Tricks, ja genau. Nexus hat mir Trick gezeigt. Don't be Hayden! Keine Gang-Permis, Alter, einfach nur gucken, was abgeht, mal auf der zivilen Seite. Weil davon habe ich keine Ahnung auf Unity. Ich weiß nicht, was da abgeht. Und wenn ich einen vom Park sehe, dann kriegt er eine Fresse gehauen. Nee, Lucky, nee, damit, egal. Ich werde das nicht spoilern, was Lucky für einen Charakter spielt. Das werdet ihr schon sehen. Alle drei werden ins kalte Wasser heute geworfen, weil keiner sich wirklich Gedanken gemacht hat. Der wird sich einfach Freestyle-mäßig entwickeln. Zivilleben ist Erdbeerfeld. Das sehen wir dann. Aber da rennen ja auch genug Zivilisten rum. Ja, Schattenbund, dankeschön. Die kann mitlesen. Die ist auch hier. Ich bin auch hyped. Kann natürlich auch sein, dass der Charakter nicht angenommen wird von den Anglern, ne? Wer weiß. Aber ein Versuch ist es wert. Hallo Lukas, guten Abend. Und hallo Red Ninja Turtle. Und No Name, danke für den Resum 22. Und Medium Pille, danke für den Resum 16. Und A4D, danke schön für den Prime 44. Ich sitze auf weiße Kohlen, ich will zocken. Endlich wieder Musik, ging, wann der P soon. Kein Gambucha, nee, kein Gambucha. Also Curtis wird trotzdem nur gezockt, ne, nur so als Info. Aber ich muss aus diesem Trott mal ausbrechen. Ich muss da raus. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen Distanz hat und sich ein bisschen davon erholen kann. Einer reicht doch. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Hallo, Nate. Immer, Nanko, immer. Du Körper. Wie kriege ich die Suche hier weg? Was haben wir denn hier noch für eine Playlist? Was ist das denn? Das ist auch sexy. Warte, wieder Mucke, darf man wieder nur mit einem Trick? Musst du Dexus anschreiben für. Ich mache noch meine Duftkerze, dann können wir rein. Wo sind die Peanut-Emotes? Kommt. Da kommt auf jeden Fall eins. Wenn sich das lohnt. Ja, Daynight, das ist das nämlich. Wir spielen sie da seit 6 Monaten fast, Alter. Den gleichen Charakter. Boah. Wir haben halt echt viele Songs gemeinsam. Wollen wir auf einem Date? Klar haben wir viele Songs gemeinsam, wenn du meine Playlist benutzt. Genau wie der Rest der EP-Szene. Nein, Bruder, Entschuldigung. Hallo, der Sob. Meine Freundin ist sogar hier, also passt. Okay, Stancy. Paco, danke für den Prime im 5. Der Leute denken immer noch, Night Lovel wäre ein EP-Charakter. Ich habe mehrere Playlisten, Daynight. Die neue müsste ich machen. Ich habe alle YouTube-Links und so gespeichert. Das muss ich mal für morgen oder so machen. Könntest du also wieder Dribbler wie Ronaldo? Klar, Junge. Ich glaube, Big Peanut wird eine richtige Petslise. Der wird alles anzeigen. Aber mal gucken, Mann. Ich habe so viele Ideen, Alter. Endlich wirst du nicht mehr MP abgestempelt. Ja, der gehört zum Junkie-Park so. Mit denen reden wir nicht oder bei dem können wir nichts machen oder so ein Quatsch. Ich bin komplett frei. Ich kann machen, was ich will. Die Welt gehört mir. Vielleicht werde ich auch Aerobic-Trainer oder so. Wer ist Night Level? Sag ich dir nicht, Oma. Hallo, Horribee. Boah, wir gehen rein. Ich bin Dings.
Aber leider muss ich das jetzt ausmachen hier. Und dann muss ich das anklicken. So. Und wir müssen einmal checken. Moment. Ob das mit dem Voice Changer okay ist. So, hi, was geht ab? Ihr müsst sagen, ob zu laut ist oder zu leise oder zu hoch, zu runter. Obwohl, ich kann das gar nicht einstellen. Ist mir auch übrigens egal, ob die Stimme euch nervt, ne? Oh, mein Bauchnabel. Let's go! Ich habe versucht, die Stimme so naturell wie möglich hinzubekommen. So, das nach hier. Ich höre mich selber, ja. Ich muss quasi bei OBS mein Mikrofon muten und ihr hört mich über den Desktop-Audio. Ihr hört quasi das, was ich auch über meine Kopfhörer höre. Das funktioniert leider nur so. Beziehungsweise ich habe es leider nur so hinbekommen. So, GTA, let's go. Ist jetzt natürlich ein bisschen still, ne? Was geht ab, Edel? Das kommt hier hin. Warum habe ich keinen Sound bei GTA? Hallo? Ah, jetzt. Okay. Oh. Aber bedenkt bitte, Chat, bevor die RP-Polizei kommt, ich muss mich erst dran gewöhnen. Es kann sein, dass ich wie bei Cody damals ein paar Charakterzüge von Curtis übernehme. Das ist schwer, da rauszukommen. Also verzeiht mir. Wehe, einer meckert mit mir. Hallo, Dice. Hehehe.